Halli, hallo, hallöchen und herzlich willkommen in Pinakuni, der Planet, der niemals schläft. Oh. Weil alle schlafen und nur träumen. Was für eine schlechte Überleitung, oder? Mega schlecht. Willkommen, willkommen, meine Lieben. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich hoffe, ihr habt gut geschlafen. Ich habe länger geschlafen. Irgendwie bin ich müde. Am liebsten würde ich mich hinlegen und schlafen, obwohl die Sonne so schön scheint. Das ist einfach die Frühjahrsmüdigkeit. Man weiß es nicht so genau. Frühjahrsmüdigkeit ist mir immer noch lieber als Winterschlaf. Mann, heute ist es warm draußen und sonnig. Als ich Flynn von der Schule abgeholt habe, war ich noch einkaufen. Ich habe so 100 Waschgänge, Waschmittel gekauft, dann noch Essig habe ich gekauft. Das war im Angebot. Und mit dem Rucksack voll abgeschleppt. Mir war so heiß, Leute. Boah. Aber ich freue mich. Ich freue mich darüber. Aber nicht unbedingt, dass ich mich abgeschleppt habe. Es ist so warm draußen. Ich kann nicht mehr. Armer Eisbär Tobi. Und willkommen, Tobi. Wie geht's? Wie steht's? Wie geht's deinen Ferien? Gut verbracht bis jetzt? Ja, wie gesagt, ich hoffe, es geht euch allen gut. Uff, uff, uff. Wir sind auf jeden Fall, was? Bei mir ist voll kalt. Wieso ist es bei dir voll kalt? Bei uns sind es 14 Grad draußen. Warte, ich hab mein Handy noch nicht geholt. Wartet, ich muss... Das ist sicher noch im Rucksack. Das habe ich vergessen auszupacken. So, jetzt habe ich auch mein Mobiltelefon wieder. Das war wirklich noch im Rucksack. Ich habe nur die Einkäufe ausgepackt und mein Handy vergessen. Das passiert mir häufiger. Und dann nach 3 Stunden komme ich drauf, dass mein Handy nicht hören würde, weil es irgendwo im Rucksack im Vorzimmer rumvegetiert. Hat sich aber eh niemand gemeldet. Wie sollte es auch anders sein? Außer ein paar Spam-E-Mails und Instagram-Benachrichtigungen ist nicht viel dabei. So, gleich mal anstecken. So, wir sind wieder da. Hallo. Aber vorhin waren es wirklich 14 Grad. Jetzt sind es 15 Grad. Und Sonnenschein. Yes. Habe fast nur Anime geschaut. Was hast du denn Schönes geschaut, Tobi? Ich habe ja die Woche Sugar Apple Fairy Tale, die 2. Season, fertig geschaut. Und ich habe jetzt auf fast aktuell oder auf aktuell am Anfang der Woche A Sign of Affection habe ich geschaut. Jetzt bin ich am Überlegen, was ich mir als nächstes anschaue. Ja, mit Evo haben wir eh gemeinsam. Wir haben Solo-Leveling geschaut. The Wrong Way to Use Healing Magic haben wir geschaut. Bei Die Hexe und das Biest waren wir auch auf aktuell, als wir das letzte Mal geschaut haben. Ja, eigentlich ganz gut dabei. Aber ich bin am Überlegen, was ich als nächstes schauen soll. So anime-technisch noch. Yes. Und Hallöchen, Anki, willkommen, willkommen. Wie geht's? Yes, auf jeden Fall sehr warm. Gut. Lange Rede, kurzer Sinn, wir spielen heute Honkai Star Rail. Yes! Ich habe das letzte Mal am Mittwoch habe ich die Story fertig gemacht, habe ich dann noch den letzten Rutsch durchgemacht. Den Rest mit schockierenden Story-Wendungen. Ich bin noch immer ein bisschen schockiert, aber keine Ahnung, in welche Richtung es weitergeht. Ich glaube, das ist wirklich faszinierend. Normalerweise habe ich immer einen ganz guten Riecher, was passieren könnte, aber ehrlich gesagt, außer dass ich noch immer die Theorie habe, dass Robin und Firefly vielleicht doch noch bei uns sind, um das so schön zu sagen, oder eine andere Theorie natürlich, alles hat mit Zeit zu tun, dass die Zeit irgendwie wieder zurückgedreht wird oder manipuliert wird. Ja, das sind die einzigen Sachen, die ich... Aber ansonsten habe ich keine Ahnung, in welche Richtung das weitergeht. Wer ist böse, wer ist gut? Ich glaube, alle sind böse oder alle sind gut. Ich weiß es nicht. Ich kann das nicht... Ich habe keine Ahnung, in welche Richtung das weitergeht. Spannend. Spannend, muss ich sagen. So. Lurk. Okay, viel Spaß im Lurk, Heji. Habe noch mal ein paar Anime noch mal angeschaut. Wieso das denn? Statt sich neue anzuschauen. Dann habe ich noch Masamune Kun's Revenge. Okay, da habe ich damals vor Urzeiten auch die erste Season gesehen. Orimir geschaut und als nächstes ist Summon to Another World for a Second Time dran. Kommt wieder die Tobi Isekais.
Na, dann wünsche ich viel Spaß. Ja, schauen wir mal, was ich als nächstes noch schaue. Gibt ja noch ein paar Serien, die mich interessieren würden. Schauen wir mal, so ist es nicht. Oh nein, Clocky. Ja, was machen wir heute? Der Plan ist, wir starten heute. Auf jeden Fall, nachdem die Story vorbei ist. Wir werden als erstes mal mit dem Event starten. Und zwar Hanus Prison Break werden wir machen. Und wenn danach noch Zeit ist, wie ihr seht, überall sind irgendwelche, was? Überall sind noch irgendwelche Missionen zu erledigen. Dann werden wir vielleicht die eine oder andere Mission machen oder ein bisschen noch herumschauen. Wir haben ja einen Großteil des Gebietes, haben wir schon die Rätsel und die Clocky-Sachen und so gemacht. Und zwar eigentlich das ganze, den ganzen linken Flügel bis zur Hauptstraße sind wir gekommen. Wir hätten dann noch den ganzen rechten Flügel und natürlich die Hauptallee da. Eine Allee? Sind da Bäume? Nein. den Hauptplatz hier sozusagen hätten wir noch. Hm. Ja. Ich war jetzt kurz, die Musik hat mich jetzt kurz aus dem Konzept gebracht. Oh. Oh mein Gott. Warte mal. Meine Kamera noch ein bisschen einstellen. Tada! So, ich werde mich dann kleiner machen und wir werden dann schauen. Als allererstes werde ich, glaube ich, mal meine Briefe fertig lesen. So. Es gibt schon eine zweite Staffel von Masamune Kun's Revenge, ich weiß. Aber die erste habe ich damals vor, wie gesagt, als sie das erste Mal lief, gesehen. Die zweite habe ich noch nicht geschaut. Hey Kira, wie geht es dir? Hallöchen Itachi, mir geht's super. Eigentlich, ja. Hallo, ich bin auch mal wieder da. Hallöchen Ryuken, willkommen. Schon lange nicht mehr gesehen, aber willkommen zurück. Schön, dass du wieder hergefunden hast. Willkommen, willkommen. So. Zwischendurch was trinken. Ich habe heute wieder Fisch gegessen. Jedes Mal dasselbe. Heute Lachs gegessen und ein paar Maki. Heute ist Cheat-Tag. Was habe ich mir gewünscht? Lachs! Und ein paar Maki-Röllchen on top. Mmh. Lecker. Nein, das komische Brett. Das Anschlagsbrett. Gut. Schauen wir uns mal die Nachrichten durch da. Ich habe übrigens tatsächlich von den komischen Weinen da, von den Alkoholflaschen, habe ich eine Nachricht bekommen, dass jetzt die Champagnerflasche mit dem Kelch geht. Und ich soll mal vorbeischauen. So. Na, ois fit, Euda. Wo sind denn wir hier? Irgendwo. In den tiefsten Tiefen von Wien oder was? Nein, alles okay bei mir. So, schauen wir mal, was wir da für Spam-Mails bekommen haben. Sweet Dream Times. Oh Gott. Okay, da ist auf jeden Fall eine Mission. How much do you know about the Reverie's indefinite closure? The Reverie, located in Golden Hour, is currently undergoing renovations. Spannend. I'm sure that every guest has seen this notice on their Dreamscape Pass. Certainly the majority of guests will have no reason to doubt this... official explanation provided by the family. However, should one have a particular hunger for the truth, they may not have to delve too deep in order to find holes in the story. Uh-oh, mystery! If you're naturally a person of truth and integrity and wish to explore the truth, please feel free to contact Singler, investigative reporter of the Sweet Dream Times. Oh my god. Ist das Charlottes Gegenstück. Together we will expose the truth behind the closure of the Reverie that the family seeks to cover up. Oh, interessant könnte das werden. Slaughterhouse, okay. Oh man. Inaconi Luxury Goods. Du hast in deinen Text Österreich stehen, deswegen. Ja, aber das heißt noch lange nicht, dass ich so rede. Ich verstehe das vielleicht, aber ich rede nicht so. Ich schaue die ganze Zeit nach, bis The Eminence in Shadow, die zweite Staffel, auf Deutsch kommt. Oder du schaust sie dir einfach auf mit englischen Untertiteln an und du lernst sogar noch was dabei, Tobi. Wassermarsch, Prost, Tobi. Was ist denn jetzt umgefallen? Das habe ich sogar bis hier gehört. Es ist nichts umgefallen. Evo hustet nur die ganze Zeit im Hintergrund.
Umgefallen ist nichts. Zweimal waren das mindestens. Tobi hat es auf jeden Fall gehört. Und Hallöchen Mia, willkommen. Ich habe gerade brav getrunken. Bin ja selbst aus Österreich, wohne aber in Deutschland. Siehst du? Und ich bin aus Deutschland und wohne in Österreich. Hey Raya und Chat, how are you? Okay, Hallöchen Shiro, wie geht's? Was ist denn das jetzt für ein Slang? Ah, Englisch. Oder Englisch. Okay, schauen wir mal. Oh, noch mehr Missionen. Und Pinakuni Luxury Goods. Special Deal spend. Was? 46.700.000 Alfalfa Credits to enjoy a 12% discount on an additional item. Ja, das hört sich verdammt nach Luxus an. Das ist ja fast wie bei uns in der Arbeit. Discounted items include but are not limited to jewelry, watches, bags, high quality tailored clothing items and more. Was wie bei uns in der Arbeit. Ja, die high quality tailored clothing items haben wir vielleicht nicht. Obwohl wir auch Designer-Klamotten letztens hatten. And more. Our distinguished customers are welcome to stop by and make a selection as they please when visiting the OT Mall. For detailed information regarding the sales event, please speak to the store manager Kokona. Das ist die Schwester von Kokolia, oder was? Okay. Envision a rose forthcoming. Okay. Das hört sich vielleicht nicht ganz so spannend an, aber das werden wir auch machen. Irgendwann. Leslie Dean Fans Unite! Unofficial channels indicate that Leslie Dean, the superstar actor who passed away, at a young age has recently appeared in Golden Hour in Pinakuni, creating quite a shock. Okay, ist das genauso wie Elvis lebt oder was? Okay. There's currently no evidence to show that the Leslie Dean appearing in the Dreamscape is the real cosmic star. The Sweet Dream Times editorial office would like to urge fans to act with constraint and not to break the rules in the Dreamscape. Cosmic Star. Okay. Okay, auf jeden Fall einiges an Missionen haben wir jetzt. Dr. Edward, das wird wahrscheinlich das Hanu-Ding sein, oder? Hey Toby, hope you're fine as well. Verstehe nur Bahnhof. Wie? Ist ja noch nicht mal schwer. Shiro hofft einfach, dass es dir gut geht. Andurg, willkommen zurück, Heshi. So. Then you should learn it, mate. Interessant, also haben wir quasi Platz getauscht. Hoffe, dir gefällt es in Österreich. Ja, ich sag's immer so, es hat alles seine Vor- und Nachteile, muss ich sagen. Man kann nicht so sagen. Ich meine, es ist nicht schlimm hier. Es gibt einige Sachen, die man besser machen kann. Aber ich finde auch einige Sachen, die hier sehr gut sind. Im Gegensatz zu dem, wo ich halt vorher gelebt habe. Ich glaube, es ist überall. Aber ich bin zufrieden, würde ich sagen. Wenn dich, Kira, als du Englisch gesprochen hast. Entschuldigung, dass meine Aussprache so schlecht ist. Okay. Dr. Edward. Hello, Miss Mia. Someone just donated a dream bubble to our store. After conducting psychometric spectral analysis on it. Bis später. Nicht ihr, Evo halt. I suspect you would be interested in the contents of this dream bubble. Sounds suspicious. Who donated it to you? How did you know I'd be interested? Fragen wir mal, von wem sie kommt. Ein anonymer Spender. The donor is an elegant lady with the name Black Swan. If you had the time, we would love to have you anytime. Okay, das ist die Black Swan Mission. Ja, Companion Mission. Oh no. Ich hoffe, ich starte das nicht versehentlich. Okay. Das ist auf jeden Fall die Black Swan Mission. Tada. Ich wollte es noch nicht starten. Egal. Es ist wurscht. Wir haben mal alles angenommen. Ira, als wäre meine Aussprache besser als deine. Ja, keine Ahnung. Hab dich noch nie Englisch reden gehört. Bis später, Ivo. Das würde nicht mehr hören.
Österreicher tun oft so, als ob es in Österreich so viel besser wäre als in Deutschland, aber auch das stimmt nur bedingt. Natürlich alles eine Frage der subjektiven Wahrnehmung, aber beide Länder haben ihre Hürden und Vorteile. Deswegen mag ich beide Länder gerne. Da sage ich ja, es gibt halt Vor- und Nachteile. Es ist halt, wir sprechen vielleicht mehr oder weniger dieselbe Sprache, aber es gibt doch viele Dinge, die unterschiedlich sind. Das fängt bei ganz, ganz kleinen Sachen an und man merkt das eigentlich erst richtig, wenn man ein bisschen hier gelebt hat. Natürlich, es gibt die ganz groben Unterschiede, halt, wie halt bestimmte Sachen benannt werden und so, aber so, so kleine Feinheiten einfach, die unterschiedlich sind. Ja, unterschiedlich halt. Apropos Evo, kann es sein, dass er schon süchtig nach Helldivers ist? Ich denke schon, keine Ahnung. Aber er ist jetzt erstmal weg. Einkaufen und so. Ich komme aus Österreich und mag das Land gar nicht. Bin eigentlich anscheinend eine Ausnahme. Wenn man Individualität schätzt und das Konservative nicht mag, wird man in Deutschland glücklicher. Das stimmt. Das stimmt zum Beispiel. Das muss ich auch sagen. Österreich ist in vielen Belangen doch etwas konservativer. Das stimmt schon, ja. Das sind immer so ein paar Jahre hinterher gefühlt, was das betrifft. Aber es wird wahrscheinlich auch regionale Unterschiede in Deutschland geben. Ich komme ja aus Niedersachsen, aus Hannover. Und das wird wahrscheinlich auch wieder ganz anders sein als jetzt zum Beispiel in Ostdeutschland oder in Süddeutschland oder so. Ja. Ja, ein Teil meiner Familie hat auch in Ostdeutschland gelebt, also so ist auch nicht, hatte ich auch mit Berührung, aber es ist halt alles, man kann sowas schlecht verallgemeinern, aber so grobe Dinge gibt es schon, die unterschiedlich sind. Ich nehme mal an, dass, und das höre ich von vielen, auch meine Arbeitskollegen, die alle vielleicht vom Dorf einfach mal, sie kommen wirklich aus Dörfern, kommen und jetzt halt in Wien leben, weil sie hier studieren und sie sagen auch immer, Wien ist ganz anders als der Rest von Österreich und ich glaube ihnen auch. Gut. Ich würde sagen, wir machen das Hanu-Hanu-Quest, bevor wir jetzt noch länger plaudern. War da noch was zum Sammeln? Habe ich mir das eingebildet? Vielleicht habe ich es mir nur eingebildet. Ich habe mir eingebildet, da wäre so eine Hand einsammeln. Okay, gut. Hanu's Prison Break. 37 Tage. Dr. Edward has created a new dream bubble with a unique theme, receiving rave reviews from customers who have experienced it. What makes it so exciting? Talk to Dr. Edward and try it yourself. Go. Okay. Wir müssen zu Dr. Edward. Aber das Gute in Star Rail ist eigentlich, dass man in den meisten Fällen nicht versehentlich irgendwo reinlaufen kann, wo man nicht hin will. Sondern, dass man vorher gefragt wird, welche Quests man machen möchte. Yes. Gut. Let's go to the States and live there. Viel Spaß, Shiro. Wenn du Waifus haben möchtest, solltest du aber vielleicht eher nach Asien irgendwo gehen. And Toby is our English Translator. Oh mein Gott, das wäre wild wahrscheinlich, oder? Komplett auf Tobi verlassen. Als Tourguide. Family Merchant. Was verkauft die? Familien? Okay. 100 Layer Sunday. Ich will einen Sunday haben. Aber nicht den Sunday. Nicht so einen richtigen Sunday. Oh Gott, ich hoffe, er geht nicht auch noch drauf. Chill, chill. Oh. Huh, ein Happy Gear. Wollte ich nur den Sticker einsammeln. Ich habe einen Burger-Sticker gefunden. Oh mein Gott, das macht mich glücklich. Hallöchen, Quinn. Ein Receptionist, okay. Oh. Ich
Ich komme aus Kärnten, das ist sehr konservativ, da es nur eine große Stadt Klagenfurt gibt und der Rest sind Dörfer und Kleinstädte. Ja, ich weiß, je weiter man von den Städten wegkommt, desto konservativer wird es halt, ja. Na, the US has a lot of waifus. Also, there it is allowed to marry fictional characters like it is in Japan. Da, dann würde ich lieber nach Japan gehen, oder? So, yeah, easy. Okay, viel Spaß, Shiro. Wenn das so weitergeht, mit Starry lebt zu Beginn von 3.0 nur noch der Main Character. Hör auf. Hör auf. Ich meine, die anderen Charaktere habe ich mal gepult. Die können sie mir nicht mehr entreißen. Okay, Hanus Prison Break. Hallo, Dr. Ed. Edward. Is that usually how you welcome customers? Long time no see, old big eye. Oh. Ich hab vergessen, wie schlimm diese Stimme für mich ist, weil die irgendwie genau einen Nerv bei mir trifft, der sehr unangenehm ist. Diese Unterstimme, diese wie so ein alter schlechter Drucker oder so. Ein ganz, ganz alter. Den einzigen Diskomfort, den ich habe, ist deine Stimme, Dr. Edward. Die Lache. Was wir bereits haben, kann trotzdem sterben. Siehe Chimikon. Chimiko in Honkai Impact 3. Ja, aber wenn du sie als Charakter hast, dann kann der ja nicht weg sein, oder ist er dann weg? Ich meine, wir besitzen ja Ting Yun noch immer. Characters only die when this one guy writes the story. Aber kann man Chimiko als spielbaren Charakter bekommen? Schon, oder? In Honkai Impact. Ja. Aber du hast sie ja noch weiterhin. Ting Yun haben wir ja auch noch. Bis davor schon. Ja, dann ist sie ja nicht tot. Nur weil sie storymäßig nicht da ist, das muss man ja nicht. Das ist alles nur ein Traum gewesen. Bin ich jetzt in der Black Swan Story drin? Ich wollte da nicht rein. Ich wollte Hanu machen. Ich hätte es nicht annehmen sollen. Aber wir können eh wieder rausgehen. So. So. Da. Is it about war? Is it about relationships? Is it about garbage picking? Die Musik heute eigentlich so laut? Gefühlt. Doch, in der Story ist sie tot. Ende Gelände, Schicht im Schacht, dead. Ja und? Wenn man sie spielen kann, dann ist es ja nicht so schlimm, oder? Das ist wie, als würde der Charakter einfach nicht mehr vorkommen in der Story. Nur, dass er halt gestorben ist. Aber du kannst sie noch immerhin weiter spielen. Wir schreiben die Story um. Autsch. Ah. Was soll ich machen? Jetzt? Was soll ich denn kontrollieren da?
alle beide Seiten? Ich muss jetzt Flints Hausaufgaben kontrollieren, meine Lieben. Ihr müsst jetzt warten. So. Ich weiß zwar nicht, was ich kontrollieren soll. Was soll das heißen? Lava? Was heißt das? Ach so, du musst mal deinen Stift anspitzen, Schatzi. Jetzt kann man das nicht lesen. Das sieht nämlich aus, als würde da Lord stehen. Statt Lava. Was ist das für ein Buchstabe? Füße. Wiesen. Kreise die Wörter einer Wolf-Familie jeweils mit einer Farbe ein. Hexenbesen. Ist ja toll. Mix, mix, mix. Box, box, box. Sehr gut. Das ist aber einfach. Welche Klasse ist denn das? So. Ich weiß doch. So. V am Wortanfang und V in der Wortmitte. Da musst du auch ein bisschen aufpassen. Das V sieht da auch nicht wie ein V aus. Was ist das für ein Wort? Da ist ein A mit einem Punkt drüber. Aber es wird mit einem T nur geschrieben, gell? Monat. Da, da, da. Sehr gut. Nur das da weg und ein T weg, sonst der Rest ist richtig. Und ein bisschen deutlicher schreiben. So, hallo, ich bin wieder fertig. Die rede sich schön. Naja, was soll ich machen? Wenn ich den Charakter trotzdem noch spielen kann, ist es ja kein Verlust, oder? Ich gehe mal was zu essen machen, sonst sterbe ich und Heschi ist schuld. Warum ist Heschi jetzt schuld? Weil du nichts. Hättest ja schon längst was zu essen machen können. Das ist 15:30 Uhr, da ist schon Tea Time, oder? Nimm zwei Games, bezahlst eins. Auch schön. Was? Was für ein Angebot? So. Start the Dream Bubble? Welches ist das jetzt? Ah ja, da muss ich hin. Hanus Prison Break. Ich habe jetzt das Richtige gefunden. Let's go. Jetzt können wir loslegen. So. This is our Dreamscape Panel, where you can view all Dream Bubble Stages here. Yes. As this is your first visit, only the access to the beginner-friendly Shallow Dreamscape will be granted first. You can select the Dream Bubble chapter you wish to experience from here. Let's start with Bubble Pinball. Yay. Okay. Difficulty Level 1. Hanus Prison Break. Okay. Let's go. Here you can check the Dream Bubble's experience, objectives and rewards. Please read them carefully. Okay, nicht überspringen, sondern bitte gründlich lesen. Okay. Adjust the path and drive the spheroid to escape. Okay. Den Weg für den Spheroiden machen. Okay. Ist ja nicht so schwer. Einfach dieses Pinball-Dings. Ja, das erste ging laut Amazon verloren und das Ersatz ist jetzt beides angekommen. Okay. Also der Ersatz ist angekommen und das Original ist angekommen. Das ist mir übrigens auch mal passiert. Ich habe mal einen Pokémon-Spieleberater bestellt, das war vor Jahren, auch auf Amazon. Und der ist auch nicht angekommen, überhaupt nicht angekommen. Und dann haben sie mir gleich einen Ersatz geschickt. Und ich glaube, 2 Monate später ist dann der Original doch zu uns gekommen. Ich war voll verwirrt. Ich weiß nicht, über wie viele Ecken der hergefunden hat. Ja, das war sehr interessant. So, and this concludes the instructions. You can now enter the Dream Bubble to begin your experience. Okay, let's go. Ja, musst du nur eins bezahlen, dann. Ja, ich auch, weil ich habe das schon, also. Ich habe das schon, sozusagen, sie haben mir einfach einen neuen geschickt. Und wie gesagt, der andere ist dann einfach 2 Monate oder so später, war da plötzlich im Briefkasten. Sah ein bisschen wild aus von außen, aber irgendwie war er da. Ja, dann habe ich das natürlich auch nicht mehr beanstandet nach 2 Monaten irgendwo in der Post, bitte. Ist ja auch noch nicht von mir gekommen. Ich glaube, das ist schon echt lange her.
Jetzt haben sie, sie ist es verloren gegangen. Möchten sie das Geld zurück oder möchten sie einen neuen haben? Und ich habe gesagt, ja, bitte, schicken sie es mir zu. Ich glaube, das war damals, als ich das Ultrasonne gespielt habe. Ich glaube, das war der Ultrasonne-Mond-Dings vom Spieleberater. So. Okay, machen wir weiter. Where am I? Where are we heading? Na, wir sind in der Hanu-Welt. In der Traumbubble-Welt. Hat lustige Streifen. Ah, I got it. You're now doing the exposition. Whoever prohibited Soulglad must be the bad guy. Nein, das gute Soulglad. Gut, kommen jetzt ganz viele Pinball-Rätsel oder wie oder was? Laufen wir einfach außen rum. Oh nein, man kann nicht, das ist abgesperrt. Sie haben mitgedacht. Gestern Support selber nachgeguckt, da gab es Probleme. Hab angeschrieben, echt nett. Jo. Ich hatte ja auch meine Kamera. Meine Kamera ist eingegangen. Ja, mitten im Stream, falls ihr euch noch erinnern könnt. Und sie war noch in Gewährleistung, deswegen haben wir gefragt, was man machen kann. Dann habe ich mein Geld zurückbekommen und ich habe wieder eine neue bestellt und sie war inzwischen sogar 15 Euro günstiger. Das hat sich voll gelohnt. Also ich meine, ich hatte schon davor eine neue bestellt, damit ich gleich wieder eine habe. Okay, das ist eigentlich eh nichts. Oh, warte mal. Expend energy to activate the plate and close the plate to regain energy. Okay, wir haben Energiebeschränkungen. When the plate is activated, you can set its rotation direction. Okay, das weiß ich. You cannot activate any more plates when you do not have enough energy left. Das habe ich mir fast gedacht. Click reset to reset all plates. Okay. Create a trajectory, das connect. Es ist eigentlich alles klar. So, gut. Bin mir ziemlich sicher. Wie viele Punkte haben wir? 3 haben wir noch. Okay. Zack. Und drehen. Easy, oder? Wie eine kleine Gacha-Kugel kommen wir da raus. Yay. Konzentriere mich mal auf den Haushalt. Ich wünsche dir noch sehr viel Spaß bei Honka und hoffe, du hast einen schönen, angenehmen Stream. Danke dir, Duken. Ich wünsche dir auch viel Spaß beim Haushalt machen und ja, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Danke, danke. For freedom, for soul glad. Okay. Nice. Dafür 10 Jades zu bekommen? Da sage ich nicht nein. Okay, Level 2. Ich finde Hanu irgendwie voll süß. Ich weiß nicht, kann mir nicht helfen. Sieht so grimmig aus. Oh, das ist süß. Und ein Sampo. Keine Sampos. Okay. Dass sie da auch noch Story zu machen irgendwie versuchen. Okay. Das sieht schon spannender aus. Okay. Das ist total lustig. Aber ein bisschen einfach, muss ich sagen. It's Boss Hanu. Hanu ist da!
Schaut mal, wie süß und grimmig er ausschaut. Brother Hanu. Schaut die Zähnchen. Die Krallen an den Pfoten oder was das ist. Und die Öhrchen. Wie so ein kleiner Mini-Werwolf. Muss ein bisschen an Reborn denken, von der Größe her und dem Hut, oder? Kennt ihr Reborn? Ein bisschen, oder? Ist das dann Zuna? Und ich wollte noch den Pop-Up-Parade-Zuna vorbestellen. Oh oh. Muss ich dann schauen noch. For a better dream world. Yay, wieder 10 Jades. Ich habe heute übrigens im Discord meine Statistik zusammengefasst von meinen Event-Character-Pulls. Hat mich ein bisschen traurig gemacht, muss ich sagen. Ich habe bis heute 8 Event-Charaktere und 2 Event-Lightcones bekommen. Obwohl zusätzlich hätte ich noch Dr. Reishi, aber den haben wir alle bekommen, deswegen darf man den nicht mitzählen. Aber vom Polen, ja. Und ich spiele seit 1.0. Ich würde sagen, die Puls sind okay. Aber ich weiß halt von so vielen, die so viel mehr Glück gehabt haben. Okay. Sollen wir das so machen oder sollen wir erstmal alle Shallow machen und dann die Deep? Wir machen erstmal alle Shallow und dann die Deep, oder? Dream Ticker. Carry out the smuggling operation with the clock informer. Okay. Die schlimmsten Pulls waren übrigens wirklich tatsächlich bei Blade. Da habe ich zweimal, ich glaube einmal 85 und einmal 87 gehabt. Also den 50-50 verloren. Blade war das absolute... Ich gehe bis kurz vorm Limit und verliere den 50-50. Das war hart damals. Na gut. Gut. Oh Mann, warum sind wir genau hier? Ich habe keine guten Erinnerungen an diese Stelle. Können wir woanders hingehen? Danke. Macht mich sehr nervös, wenn wir hier sind. Das ist sicher dieses Meme-Ding irgendwo und spießt mich gleich auf. Als nächstes noch. Okay. Na gut, machen wir die Uhr. TikTok. Was war das? Bling. Okay. Meme-Ticker. Occasionally you may find malfunctioning dream tickers in Pinaconi. Interacting with them allows you to enter their emoscape and repair these poor guys. Eigentlich sind das mehr oder weniger Tutorials für die ganzen Minigames, die es hier gibt. In the emoscape, some building blocks are interactable and you can either drag to move them or click to rotate them. Use these blocks to help Clocky complete the path and collect gears to repair their mind. Man muss wirklich sehr genau sein bei meinen Stellen. In addition, there is a movable dream mirror that replicates existing paths. Once a pathway to gear is complete, Clocky will automatically collect the gear, collect all the gears to complete the repair. After existing... Da steht schon wieder existing. Exiting the emoscape, you can awaken the... Haben sie den Fehler noch immer nicht raus? Da habe ich mich das letzte Mal schon beschwert. Warum steht da existing, wenn es exiting sein soll? Wahrscheinlich. Ja, na gut. TikTok, Clocky in Action. Also... viel einfacher.
Schwing die Arme. Schwing die Arme mit mir. Hick und Hack, die Arme schwingen und wackeln gleich herum. Wir haben eine neue Schwierigkeit. Und Pompom schläft mit einer Regenbogenblase. Und süß, wie er da hängt mit den Füßchen. So grimmig. So, Difficulty 2. Let's go. Bis jetzt noch keine große Herausforderung. Oha. Die Geräusche manchmal. Ich finde es wirklich lustig, dass sie eine Geschichte da im Hintergrund schreiben, obwohl es nicht nötig wäre wahrscheinlich. Für die Minigames. Gut, was haben wir da? Oh! Das ist interessant. Okay. Ah, nein. Nur den Spiegel verschieben. Nein, noch ein weiter. Da muss man ziemlich genau sein. Nein, nicht die guten Soul Glats zerstören. Tada! Wieder 10 Jades. Wildfire. Gut. Anus Adventure, okay. Oh, da gibt es dann nochmal 5 jeweils. Dann machen wir erstmal die einfachen. Süß. Die Rakete ist ja niedlich. Wisst ihr, woran mich die Rakete erinnert? Als Flynn klein war, hatte er so eine Spielzeugrakete. Die sah fast gleich aus. Ein bisschen anders von den Farben. So. Ask your cellmates about the plan. Gut. Dann fragen wir sie mal. Wann ist ein Boss Stone der Prison Warden? Und Hanu eingesperrt im Gefängnis. Irgendwie habe ich das Gefühl, da ist irgendwas falsch rum. Oh nein, da ist ein Bommelfernseher. Na gut. Reden wir mit unserem Cellmate. Okay. Okay, ab durch die Luftschächte. Sounds like the plot has just jumped the shark. Fine, I'll do it myself. Alles muss man selber machen hier. Oh mein Gott.
After all, first-hand experience is what a dream bubble is all about. If Hanu does all the work, then there will be very little playable content in this dream bubble. Auch wieder wahr, deswegen machen wir das selber. Nicht, dass sich irgendjemand wieder beschwert, dass es so wenig Content gibt. Oder tut das jemand etwa? Hm? Hanu Fernseher. It's Morphin Time, Hanu! Hallöchen, Nefi Gonzales, willkommen, danke fürs Follow, willkommen, willkommen. So, Hanu's Adventure, eigentlich müssen wir, eigentlich ist das genau das gleiche, was da auch schon stand. Oh. Hanu Vision. Schaut doch mal, wie süß und wie grimmig er aussieht. Oh. Das sind Gegner. Okay. Der war aber vorher noch nicht da, gell? Oh. Wie, die Origami Birds haben die Raketen gemacht? Wie sich jetzt erst. So. Teleport. So, jetzt sind wir oben. Oh oh. Ledermaus. Nein. Ah! Nein, ich hab. Ich hab mich verdrückt. Good morning, welcome, welcome, hello, and good morning to you too. Navia, wenn sie keine Makarons bekommt, was? Wird so grimmig, oder was? Evo hat mir übrigens meinen Nachtisch weggegessen heute. Wollte ich nur mal anmerken. Bringt mir extra das letzte Mal so ein Brownie-Cake-Dessert mit. Und ich so, ah, jetzt kann ich es leider nicht essen, aber am Cheat-Tag werde ich es essen. Heute Cheat-Tag. Und ich hole Flynn so aus der Schule. Gehe so zum Kühlschrank. Will mir mein Dessert holen. So, F. Und Evo so, was suchst du? Ich so, ja, mein Brownie-Dessert. Ja, das habe ich schon gegessen. Ich so, wie, das hast du gegessen? Ich bring dir später ein neues mit. Ich so... Wollte es aber als Nachtisch jetzt essen. Da war ich ein bisschen traurig. Na, Hanu. Okay. Wie kann er nur? Ja, ich war ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Und ich hatte auch nichts anderes, was dem irgendwie nahe kommt. Hat mich ein bisschen in die Trauer gestürzt. Heute. Wisst ihr, manchmal... kaufe ich mir Sachen oder er kauft mir Sachen und ich esse die längere Zeit nicht, weil ich auf den richtigen Moment warte darauf, dass ich das esse. Weil nicht in jedem Moment kann man auf alle Sachen. Und Evo meint halt immer, ich esse die Sachen sowieso nicht. Und deswegen isst er sie immer auf. Und ich würde das ja gar nicht mitbekommen. Wahrscheinlich hat er sich auch gedacht so. Würde mir nicht auffallen, weil ich es eh nicht essen würde. Oh. Man kann sich sogar in der Box verstecken. Kann man sich auch mit der bewegen? Nee. Sind ja nicht. Sind ja nicht Snake. Das ist ein Vogel. Hier ist ein Vogel drin? Naja, gut. Das war auf jeden Fall die Geschichte zu meinem Nachtisch heute. Sollte ich also verstimmt sein, liegt es daran, dass ich heute keinen Nachtisch bekommen habe, auf den ich mich sehr gefreut habe, die ganze Woche schon. Oh. Okay, das war's schon. Hallöchen Zero, willkommen, willkommen. Danke für den Lurk wieder.
Grummel, Grummel oder was? Warte mal. Ich habe das vorhin perfekt geübt. Nein, wartet. Ach Gott. Da muss ich hin. Perfekt geübt, oder? Er kann, der kann. Okay, wartet, ich mache mich wieder klein. Machen wir weiter Adventures. So. Rescue the Trapped Bird. Dream Bubble 2. Die Rakete ist trotzdem toll. Hey, guten Tag. Hallöchen, Beto. Willkommen. Okay. But there's only one key. You'll need it all four keys. Okay, wir müssen alle vier Schlüssel suchen. Gut. Machen wir. Oh. Okay. Hier sind wir. Anu. Anu. Ta. Na, Mutter wäre schon gut. Oder zumindest diese Neos-Gegenstücke ohne Zucker. Die Neo-Hanuta, die es da gibt. Die schmecken nicht ganz so luftig und so. Aber man kann sie auch essen. Jetzt müssen wir mal schauen. Da machen müssen. Da kommen wir auf jeden Fall mal da oben aufs Regal hoch. Zack. Und dann können wir da mal den Vogel holen. Einfach mal den Vogel abschießen. Wie geht's dir? Danke, mir geht's gut. Alles gut. So. Wir können ja nur grunzen als Hanu. Nein, alles super bei mir. Hoffe bei dir auch. So, Vogel Nummer 1, check. Check, 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 check. Dann wieder runter. So, vor dem einen ist dann nur so ein komischer TV-Kopf. Und da ist auch einer. Ach. In der Ecke verstecken. Mich nicht. Halt, wo muss ich da hin? Ah, da muss ich durch. Sehr cool. Ich habe das gesehen, man kann da durchgehen. Das ist ein Geheimgang. Ach, ich muss da trotzdem den Vogel. Der kommt aus der Nase raus. Aus dem Nasenloch. Süß. Ja, mir geht's auch super. Das freut mich zu hören. Wunderbar. So, zwei Schlüssel haben wir schon. Jetzt fehlt nur noch der auf der anderen Seite. Ich hätte nicht gedacht, dass der da so durch das Bücherregal schauen kann. Wo ist er? Ah, er dreht sich um. Sneak, sneak, sneak. Ein Stück weiter. Die Beine. Sehr elegant. Ich schnell um die Ecke renne, sieht er mich nicht, oder? Okay. Doch, der hat sehr gute Augen und sehr gute Reaktionen. Aber es ist eigentlich wurscht, weil wir müssen eh darüber. Geh weg. Dreh dich um. Turn around and go away. Na komm schon. Hat er überhaupt weg? Komm ich denn da hin? Oder muss ich von oben gehen? Schauen wir mal.
Ich kann nicht, ich habe so kurze Stummelfüßchen. Wie komme ich denn da hin? Ah, warte mal, ich habe ja Hanu Vision. Kann sie auch einfach unter dem Tisch verstecken. Vielleicht muss ich ja hinten rum. Vielleicht wäre das der richtige Weg gewesen. Nein, ich komme hier nicht mehr raus. Ah, Hanu. Steckt fest. Okay. Komme ich denn jetzt da rüber? Da ist kein Durchgang. Da war, glaube ich, auch kein Durchgang, oder? Irgendwas übersehen. Das ist so finster. Oh. Schauen wir nochmal rüber. Kann man den irgendwie austricksen? Trick 17. Schnell da. Weg da. Ich dachte, der läuft mir nicht hinterher. Wir müssen ja in unsere normale Form uns zurück transferieren. Aber da sehe ich nichts. Was wir in der großen Gestalt machen können. Okay, machen wir es nochmal klein und schauen nochmal. Vielleicht muss man da sich irgendwie vorbeiwinden. Was ist das Geheimnis? Okay. Was ist das Geheimnis? Eine Zeit lang schaut er tatsächlich mehr links auf die Wand. Jetzt rennen. Einfach vorbeirennen war die Devise. Tada! Okay. Es war doch nicht so schwer. Man muss einfach nur vorbeirennen. Glad. Prost! Weiß man inzwischen schon, aus was Soul Glad gemacht ist? Ich will es nicht wissen. Nice, Essen ist fertig. Was gibt's so ein gutes Shiro? Zumindest ein bisschen was von meinem Riegel essen nebenbei. Auch wenn der kein Ersatz ist für das Brownie-Dessert. So, letztes Rätsel, Dreamwalker. Enter the chaotic dreamscape and look for your companions. Gut. Kämpfen? Kämpfen? Runter und Punkt, 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 Punkt. Okay. Ah, hier sind wir in der Mika-Zwischenwelt. Misha. Entschuldigung. Muss ich mal an Mikael denken. Hat den jetzt eigentlich schon mal jemand gefunden? Hat Misha ihn gefunden? Interact with the Bubble Tower. Oh, okay. Das ist einfach nur ein 3D-Rätsel. Mein Gott, warum geht's da so weit runter? Back, Camembert und Fischstäbchen. Das ist aber eine interessante Mischung. Flynn hat heute auch Fischstäbchen gegessen. Aber ich glaube, er würde kein Camembert essen.
Mir heute auch so einen Grillkäse mitgenommen für irgendwann mal nächste Woche. Da war im Angebot. Schauen wir mal. Ich habe den schon einmal gemacht mit Salat so dazu und dann einfach diesen Grillkäse dazu. Das war schon gut. Ein Charge haben wir nur. Ja. Das kennen wir schon. Eigentlich kennen wir alle Rätsel schon. Rob? Ich glaube, mir wird gar nicht schlecht. Okay. So, alle Charges wieder zurück. Mhm. Gut, da geht's lang, da geht's lang. Ich glaube, sehr viel mehr Auswahl gibt's eh nicht mehr, oder? Außer die Säule da hoch. Ich darf mich nur nicht verirren. Aber ich würde mich nie verirren. Ich weiß einfach nur nicht, wo ich bin. Was, Dr. Who be like? Yum, yum, yum. Mag er das? Grillkäse? Ich habe nicht so viel Dr. Who gesehen, muss ich ehrlich gestehen. Ein paar Episoden gesehen. Ich weiß nicht, welcher Doktor das war. Wie der Schauspieler heißt. Welche Nummer. Aber ich habe nicht so viele gesehen. Ein paar, eine Handvoll. Vielleicht hat jeder Doktor auch unterschiedliche Geschmacksempfindungen. Was, das war schon? Hallo, Cellmate. Weniger den Käse, sondern mehr die Fischstäbchen, aber mit Vanillesoße. Blim, wie wär's? Fischstäbchen mit Vanillesoße. Flynn sagt, Fischstäbchen sind gut. Vanillesoße ist auch gut. Aber das zusammen... Ehrlich gesagt, ich kann mir das relativ gut vorstellen, muss ich sagen. So schlimm ist das, glaube ich, gar nicht. Vanille kann man eigentlich zu allen, nachdem es ein relativ neutraler Geschmack ist. Es darf halt nur nicht so eine künstliche. Am besten, man nimmt wahrscheinlich gemahlenes Vanille. Also so einfach gemahlen, so als Pulver. Das verwende ich immer urgerne, weil das sehr, sehr intensiv ist. Und weil halt kein Zucker mit dabei ist. Und du kannst halt selber würzen, je nachdem. Aber eigentlich, wenn man das... Warum nicht? Das ist wie Pommes und Vanilleeis, oder? Das passt einfach, auch wenn es schräg klingt. Eklig. Shiro oben von seinem Thron schaut herunter auf uns Peasants. Eklig. Ohne Punkt und ohne alles, einfach nur angewidert. Eklig. Okay. I don't know. I think they are being trapped elsewhere. Ich habe niemanden sonst gesehen. Ich habe nur die Fontabrunnen gesehen. Hershey schaut auch von oben hinab auf mich. Alle schauen auf mich nieder. Von oben. Sagen sie, oh mein Gott, die Verrückte. Brother Hanu. Wieder 10 Jades. Easy cheesy. Opas. Difficulty Level 2. That's me. That's Shiro. Nein, er muss so einen richtig herablassenden, hochnäsigen Blick haben in dem Fall. Und dann so auf uns niederschauen. Ein bisschen angewidert so. Eklig. Das niedere Fußvolk, das nichts versteht von der Liebe und der Besonderheit meiner Waifus. Versteht ihr?
Ich schaue von ganz oben auf alle herab. Genau das, genau so stelle ich mir das vor. Hoch auf seinem Thron oben mit seiner Waifu-Krone. Und auf seinem Schoß hängen ein paar Mädels ab und so. Das, was Kira sagt, genau das. Natürlich nur 2D-Waifus, ne? Keine echten Mädels. Aber das war jetzt nicht fies. Ging das unter die Gürtellinie? Wenn ja, dann entschuldige ich mich. Echte Mädels sind eklig. Bei D-Waifus only. Okay. So geht's dahin. Da ist mal so ein Umschaltding. Das kann man auf jeden Fall mal umschalten. Das kann nicht schaden. Dann kann man den Brunnen da holen. Tolle Sache. Sehr gut. Kann man das wieder umbabbeln? Ich habe den ersten Gegner entdeckt. Im ersten Durchgang waren gar keine Gegner, oder bin ich an den vorbeigerannt? Ich weiß es nicht so genau. Wenn ja, dann war es sicher nicht so schlimm. Oder? Wichtig ist, dass ich die ganzen Leute aus dem Gefängnis vereinige und zusammenbringe und Hanu finde. Hanu. Was ist das eigentlich für ein Monitor? Wir hatten den da an der Wand angelehnt. Und zack. Ich muss sagen, ich hatte wirklich ein bisschen Angst wegen der 3D-Welten. Aber jetzt so retrospektiv muss ich sagen, es ist echt nicht schlimm dafür, dass mir so oft sehr, sehr, sehr schnell schlecht wird. Sie haben genau die richtige Kamera-Motion gefunden, dass zumindest mir beim Rumlaufen nicht schlecht wird. Am Anfang hatte ich wirklich Angst, habe ich noch so weggeschaut oder Augen zugemacht. Aber oh ja. Jetzt merke ich da nichts mehr. Voll gut. Respekt. Nicht wieder so ein Debakel wie bei den Wooing Golems. War echt schlimm für mich. Ich hoffe, sie machen sowas nicht nochmal. Aber das Schwimmen in Genshin und jetzt das? Null Probleme. Vielleicht haben andere Leute Probleme, dann tut's mir leid, aber ich kann nur von mir sprechen. Komm ganz gut damit klar. Gott sei Dank. Ich sehe Hanu! Hui! Trink kein Wasser oder normale Getränke wie das niedere Fußvolk. Ich trinke Milch von den Animal Girls. Ach so. Haben die ihren eigenen Bauernhof, wo sie ein paar niedliche Harvest Moon Kühe und ein paar Harvest Moon Schaf und ein paar Harvest Moon Ziegen halten oder was? Und jeden Tag kriegst du das frisch von ihnen geliefert. Vom Bauernhof. Coco Goat Milk Gamer Subs. Das könnte auch sein. Die Milk. Nee, die produzieren das selber. Okay. Shiro muss das ja wissen. Hallöchen, Hulk. Willkommen. Willkommen, willkommen. Und danke für die 101 Bits. Oder 101 Bits. Oh lieb, danke für die Unterstützung. Wie geht's dir? Party, Party! Okay, also es ist vegane Milch, die sie aus Mandeln oder so machen. Verstehe.
Shiro denkt an die Umwelt. Gut, Feierabend. Yay, dann wünsche ich dir einen wunderschönen Feierabend. Und Wochenende auch? Muss ja morgen arbeiten. Boah. Heute beim Einkaufen gewesen. Dann so, ja, schönes Wochenende. Und ich so, ja, danke, Ihnen auch. Und jedes Mal, wenn sie mir am Freitag... Ich meine, sie meint es nur gut und es ist ja auch voll lieb gemeint. Aber jedes Mal, wenn sie mir beim Einkaufen am Freitag, am Vormittag schon ein schönes Wochenende wünschen, denke ich mir... Und an den Freitagen, wo ich dann am Samstag arbeiten musste, denke ich mir immer so... Ich habe nur einen Tag richtiges Wochenende. Ich frage mich, wie sich Hanus Grunzer anhören. Go on. Did you really say all that? He's quite eloquent. Ja, auch. Na dann, ein wunderschönes Wochenende wünsche ich dir. Anime Girl Oppai Milk. Bestes Getränk. Ist Shiro-proofed. Okay. Shiro muss es wissen. For freedom, for soul glad. Okay. Na gut. Jetzt haben wir alle einfachen Missionen fertig, oder? Jetzt können wir die schweren machen. Oder kommt da noch was? Ja, da kommt eine Szene. Congratulations on... Oh, ich muss gleichzeitig hoch und tief sprechen, das kann ich nicht. On completing the full story in the dream bubble. What do you think of the story? Did any of these things happen in real life? It's sloppy. It's quite interesting. Ehrlich gesagt fand ich die Geschichte nicht besonders spannend. In dem Fall. Okay. Die Minigames waren okay. Bisschen einfach. Aber ja. Okay, Fragen. The prisoner's desire for freedom. Boss Stone's oppression. Was miteinander zu tun hat. The prisoner's craving for soul glad. Unterdrückung. Hanus Leadership, The Prisoner's Joint Effort, My Plot Armor. Ich würde sagen, Hanu hat sie alle zusammengeführt. Wenn Hanu nicht gewesen wäre, hätten sich wahrscheinlich die ganzen Prisoner nicht zusammengerafft. Frage ist, macht es überhaupt einen Unterschied, was ich wähle? Yes, no, it's hard to say. I'll wait for the upcoming DLC. Das ist eine gute Sache. Okay. Ich glaube, diese Antworten werden wirklich gesammelt, weil in letzter Zeit habe ich das Gefühl, dass sie so viele Sachen unterbewusst fragen als Umfrage. Und da wir ja wissen, dass Hoyo alle möglichen Statistiken sammelt, werden sie diese Antworten auch hundertprozentig sammeln. Sie sammeln, wie viele Fische und wie viel Holz gehackt wird jeden Tag und von wem und auf welchem Server. Das sind unterbewusste Fragen, wie wir die Events finden. Im Spiel eingepackt. Was ich eigentlich besser finde, als wenn wir immer so Umfragen bekommen. Ja. Deep Dream Space. Auf geht's. Okay, weniger Plot, aber mehr Challenges. Das gefällt mir besser. Und Amazing Rewards. Immer her damit. Character Selection. Okay, wir können jetzt ein... Oh, ich bin mir noch nicht sicher, ob ich Yukong oder Gui Knifen nehme. Wenn ich ehrlich bin. Okay, oh, da gibt es noch ganz viele Jades. Das sind die limitierten Rewards, gell? Okay, wir bekommen auf jeden Fall einmal Tracks, was mir sehr gut gefällt. Die werde ich brauchen können, dann für Sparkle und die Jade sowieso.
Deep Dreamscape. So. Süße Freiheit. Süße Freiheit wäre es, wenn man noch ein süßes Dessert gehabt hätte. Einen süßen Nachtisch. Aber so bin ich süß gefangen. Bestell mal auf Gamersubs Anime Girl Thigh. Ich frage mich, wie das schmeckt. Das ist eine der Geschmacksrichtungen, die ich noch nicht gekostet habe. Ja. Bisher hat mir das, wie heißt das, das Blaue am besten geschmeckt. Das Blaue und beim zweiten, als zweitbestes das Guacamole. Dingsbums das Grüne. Ja. Keine Ahnung, wie die Anime Girl Thighs schmecken. Ich hätte gern so 3000 Dreamticker-Rätsel, können gern nur einen Jade geben. Ich würde gern mehr davon haben. Ja, die sind schon lustig. Man könnte theoretisch aus vielen Minigames ein eigenes Spiel machen. Schlau wäre. Das Blaue? Ja, das Blaue. Wie heißt das? So, was so sommerlich schmeckt. So nach ein bisschen Kokos und so. So. Ja, das Blowhole Blast. Und auf zweiter Stelle das Guacamole Game of Heart 9000. Genau das. Aber alle Sorten habe ich noch nicht probiert. Aber das Blaue, das kann man echt gut trinken. Für ein Blowhole Blast. Welchen Charakter soll ich mir nehmen? Sampo auf keinen Fall. Yukong ist relativ niedrig. Hui habe ich schon relativ gut gebaut. Das ist eine gute Frage. Wir lassen das noch kurz offen. So, machen wir die schweren Rätsel. So, was hängt jetzt? Ah, nur Stream Bubble, okay. Das ist aber lieb. Das klingt so falsch. Das ist die Geschmacksrichtung, Shiro. So, Bubble Pinball. Difficulty 1. Aber schmeckt echt gut. Plopp rein da. When multiple pinball... machines exist, you can first fire the shot to another pinball machine as an interchange stop. Then finally to the last pinball machine as the eventual destination. Okay, erst rüberschießen und da dann zum... Was ist das Ziel? Ja, das ist es nicht. Das kann ich nicht... Ah, das kann ich auch rotieren. Ah. Oh, warte. Open, open, auch wenn da close steht. Yes. Okay. Challenge completed und eine neue Schwierigkeit freigeschaltet. Kann man nicht gleich die nächste machen? Ich will nicht extra mal rausgehen. Bei den Challenges. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Gut. Nummer 2.
Was macht ihr da? Alle voll am Abweiben. Bald Twitch renamed zu Anime Girls So Hot. Was? Mein Channel? Warum? Oder du, Shiro. Nee, ich. Okay. Das ist praktisch, damit inkludierst du nämlich alle. So. Können wir uns da hinschießen? Wohin muss ich mich schießen? Das ist die Frage. Okay, wahrscheinlich erstmal dahin. Gut. Auch Heshi. Was? Auch Heshi ist inkludiert. Bester Name. Habt ihr denn zusammen einen User oder was? Das ist dann Heshiro. Heshiro. So. Okay, das ist es auf jeden Fall nicht. Aber wir können ja rotieren. Zack. Drehen. Activate. Und? Bin ich gut oder bin ich gut? Plom, 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 plom. Heshi, best anime girl, by the way. Was? Das? Ich dachte, ihr beide seid inkludiert in dem Namen, dass ihr anime girl Fans seid. Let me date you, please. Ich gehe weinen. Was ist mit Sparkle und Kijing? Und wer da noch so war? Das wechselt ja manchmal. Auch wenn du es nicht wahrhaben möchtest. Nee, Heshi ist in Anime Girls. In Anime Girls so hot inkludiert, weil er hot. Oh, Anime Girl. Ich weiß nicht, Shiro. Ich weiß nicht. Sparkle. Spanferkel. Die mit den 100 Gesichtern, sozusagen. Was für Spanferkel? Das Sparkle. Wenn Sparkle falsch geschrieben wird, dann lese ich immer Spanferkel. Da ist eine Kiste, das ist falsch. Irgendwo sind wir falsch abgebogen. Wo müssen wir überhaupt hin? Ah, warte. Ferkel. Ja, nee, die mag ich nicht. So, wo sind wir jetzt? Ah, da müssen wir hin. Popcorn für alle. Euch beide. So lustig zusammen. Rein in die Kugel. Was? Und doch, mittlerweile will ich das wahrhaben, dass ich Anime Girl switche. Habe ich lernen müssen, aber ich stehe voll dazu und bin auch stolz drauf. Okay. Okay. Dinge, auf die man dort stolz sein kann. Ta-ta-ta-ta. Und rein wieder in die Kugel. So.
Ich glaube fast, wir müssen jetzt nach da rotieren. Warte, wir müssen erstmal alle wieder aufmachen. Auch wenn da close steht. Ziemlich verwirrend ist. Und Perfektomat! Wir sind im Ziel! Yes! Ich will mich halt nicht Lifetime auf eine versteifen. Dafür gibt es zu viele geile. Okay. Na, du musst es ja wissen. Da muss ich, glaube ich, hin. Aber das ist schon okay. Wenn man ab und zu mal seinen Geschmack wechselt. Bei den Waifus. So, wir sind schon bei Schwierigkeitsgrad 5. Good morning. Hello again. How are you? Good night. Gehst schon schlafen. Hast du gerade erst Mittag gegessen? Das sieht wie eine riesige Anomalie aus. Das ist es nicht. Das ist es auch nicht. Ah, warte. Ich glaube, ich hab's jetzt. Open, open. So, dann so. Wie viele Punkte habe ich denn überhaupt? 5 habe ich noch. Da kommen wir nicht lang, da kommen wir auch nicht lang, nur da oben. 4, 3, 2, 1. Let's go! Voll lustig. Blong, 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 blong. Bling, bang, bang, bling, bang, bang, bling, bang. Das tut mir leid. Das ist mir jetzt gerade irgendwie... Ja. Good night. Go to sleep. Nah, he should go to sleep now. But why? Just tell me why. Blim, blim, blim. Sehr gut. Gibt schon jede Menge Jades, muss man sagen. Wie viele habe ich denn schon wieder? 20.000. Ich bin wieder bei die 20. Yes. Sehr gut. 50-50. Ich habe garantiert, nachdem ich den letzten 50-50 verloren habe. Das heißt, Sparkle ist auf jeden Fall schon mal in der Tasche. Und die restlichen Jades sind dann gleich schon für Aventurine. Dann bin ich gespannt, wer dann in 2.2 dazukommt. So viele Charaktere. Gut, fertig. Dream Ticker. TikTok. Habe ich euch schon erzählt, dass ich jetzt 400 Follower auf TikTok habe und ich nicht weiß, wie das zustande gekommen ist? Das ist für mich ein Rätsel. Ich lade nichts hoch und auf einmal habe ich wieder 4, 5 Follower mehr. Ich so, hä, wo kommen die denn her? Wie kommen sie an die Videos? Voll seltsam. Sparkle ist in meinem Bett. Genau das. Wieso das? Sparkle ist noch nirgends. Die ist irgendwo in Pinaconi. Und macht wieder alle Leute nieder. Mit irgendwelchen fiesen Spitznamen. Hm? Hm? Was denn, Hashi? Auf geht's. Nee, die wartet in meinem Bett leicht bekleidet. Oh Gott, hör auf, Shiro. Ich bekomme Angst. Ah, warte, den muss ich losmachen, dann kann ich drehen. TikTok, Clocky is in action. Dann so. Hoppala.
Dann. Bin. Jetzt habe ich es durchschaut. Was sind für komische Geräusche da schon wieder? So, und jetzt müssen wir nur noch zum Goldenen rüber. Oh mein Gott, ich bin gut. Sorry, ich fange schon wieder an, mich selber zu loben, oder? Schlecht. So schwer war das nun auch nicht. So, Nummer zwei. Aber ja, die TikToker-Rätsel da, oder wie die heißt, Dream-Ticker-Rätsel sind lustig. Joghurt. Kommst du jetzt darauf? Das hat hoffentlich nichts mit Shiro zu tun, oder? Ich. Blub? Blub? Okay. Wo muss ich denn hin? Darüber. Muss ich noch einen ranschieben? So. So, jetzt müssen wir nach da drüben kommen. Wie machen wir das am besten? Irgendwie so runter. So. Ha, ich hab's. Jetzt Joghurt. Einfach Joghurt. Sehr gut. Nächstes Rätsel geschafft. Weiter geht's. Warum schon wieder hier? Will nicht hier sein. Clocky. TikTok. Okay. Das Zahnrad ist da. Wie dreht sie? Oh! Okay, interessant. Tada! Jetzt müssen wir nach drüben kommen. Also. Easy. Jetzt müssen wir da hinkommen. Tada! Boah, jetzt war ich. Jetzt hatte ich aber einen Lauf, oder? Well done. 10 points. Fallen euch eigentlich noch irgendwelche lustigen Sprachsamples ein, die ich noch adden könnte? So, es ist schon lustig. Oh, hoi, hoi. Lustig. Und wenn ich an den Schwierigkeitsgrad der Rätsel denke. Mediocre. Ich werde mal überlegen. Ein paar Ideen hatte ich ja noch. Das muss ich mal aufnehmen noch.
Wo sind wir hier? Okay. Okay. Tolle Bar übrigens. Die Lavalampen. Ich will mein eigenes Häuschen bauen hier auch. Wird Zeit, dass wir endlich unseren eigenen Raum einrichten können, oder? Wir sind schon bei 2.0 und wir können doch immer nichts bauen und nichts einrichten. This place is now so boring. TikTok. Okay. Manchmal muss ich hin und her schieben, damit ich wirklich sehe, auf welcher Ebene der Spiegel liegt. Eigentlich gesagt so, aber da kommt er nicht rüber. Warte mal. Ich glaube, ich hab's. Das Klappen. Oder? Schau nicht aus. Wollt ihr noch irgendwas drehen? Nur den, den und den, gell? Und den Spiegel halt natürlich. Habe ich mich verstellt. So, jetzt müssen wir da oben hochkommen. Den kann man nur so und so klappen. Tada! Ein anderer großartiger Sieg. Just as my calculations predicted. Ich werde bestimmt noch mehr machen. Ich muss mir noch ein paar lustige Sprachsamples raussuchen und aufnehmen und dann zurechtschneiden. Aber auf Deutsch oder auf Englisch oder Japanisch halt. Je nachdem, wo es lustiger ist. Das ist schon lustig, oder? Kuru kuru. So, letzte Runde. Letztes Rätsel. Jetzt den Hirnschmalz richtig anstrengen. Seid ihr bereit? Kuru kuru. Tobi Englisch. Sei nicht fies, Shiro. Okay. Wo muss ich hin eigentlich? Ich muss ja dahin. Ich bin schon da hinten irgendwo mit meinen Predictions. Das muss schon so ausgeklappt sein. Okay, der hat sonst keinen anderen Klapp-Klapp-Modus, oder? So. Jetzt.
Ah, noch nicht ganz, wartet. Noch nicht ganz. Igel können wir noch mal. Hm. Bin verwirrt. Bin nicht fies, nur ehrlich. Bin mal im Lurk. Pass, mach das. Lurky Lurk. Es ist es noch nicht ganz. Wir schaffen das schon. Das ist da. Bin ich ein bisschen verwirrt. Das muss auf jeden Fall so sein, sonst kann Glocki da nicht laufen. Das muss theoretisch auch so sein, damit er da weiterlaufen kann. Hä? Irgendwas sehe ich nicht so ganz. Aber ich kann den Spiegel leider nicht weiterschieben. Das bringt mir also alles nicht wirklich viel. Irgendwas übersehen? Soll den Spiegel? Hä? Ich hole mir ganz kurz was zu trinken für einen frischen Kopf. Bin gleich wieder da. Sag's euch, kaum beschwert man sich, dass die Rätsel zu leicht sind, dann kommt sowas. Jetzt habe ich mir noch ein Fischstäbchen von Flynn geklaut. Na, lass uns mal schauen, was man da noch machen kann. Dem Glocki da hinten ist, bleibt mir nichts anderes übrig als so. Ha. Wird nur eine Spiegeleinstellung sein.
Aber es gibt keine, die Sinn macht. Entschuldigung. Sonst sind ja keine Teile, nur die Drehdinger. Dieses Ding macht mich ganz kirre, wollte ich sagen. Es wird wieder so einfach sein. Und ich stehe jetzt einfach nur voll auf dem Schlauch. So, damit er da um die Ecke kann. Hä? Oh! Der kann in der Spiegelwelt einen hochlaufen. Ich hab's gefunden. Das war schon ein bisschen fies, oder? Oh, ich hab's geschafft. Gerade so, gerade so. Mit Hängen und Würgen durchgekommen. Oh mein Gott. Ja, 0 points. Next. Okay. Hanus Adventure ist als nächstes. Da gibt es 2 Level. Die brauchen aber auch ein bisschen länger. Müssen wir uns wieder herumschleichen? Oder mehr so rätselmäßig unterwegs sein? Schauen wir mal. Auf geht's. Rein in den Fernseher. Burp. Gleich wieder ein frisches Wasser für einen frischen Kopf. So, wir müssen da eh in den Luftschacht rein. Bleibt uns nichts anderes übrig. Okay, da sind wieder Roboter auf jeden Fall. Okay. Hanovision. Kann ich nicht hoch. Wow. Hanu in Gefahr. Was? 100% Alertness? Ich habe ein Achievement bekommen. Oh oh. Da kann ich durchlaufen. If you want to temporarily exit the game or end the transformation, you can interact with the shrinking machine again or teleport using the map. Danke. Das ist auf jeden Fall der erste Vogel. Wie viele Vögel muss ich finden? Wieder 3? 2 sogar nur, okay. Teleport. Sometimes you can find heavy items at high places that Hanu can drop. If they fall on the heads of boss stones, lackeys, you can temporarily disable them. Okay. Wir müssen ihm was auf den Kopf werfen. Was ist die Vase? Okay. Frage, war das das Rätsels Lösung? Okay, da kommen wir nicht hoch. Wie komme ich denn da hin? Muss ich groß werden oder was? Da oben ist auf jeden Fall ein Monitor, aber wie komme ich denn da hoch?
Das ist auf jeden Fall kein Durchgang. Oh oh. Erwischt. Knöff! Ah, warte mal, da ist ein Bildschirm. Wir sehen. Gut versteckt. So, wo bin ich denn jetzt? Hier. Da drüben muss ich hin. Aber nach da drüben. Ich glaube, das ist Rätsels Lösung. So, und jetzt müssen wir nur aufpassen mit dem komischen Fernseher da. Dann nämlich blöd im Weg. So, wir teleportieren uns hoch, werfen wahrscheinlich von oben was eben auf den Kopf und dann sind alle glücklich. Zack. Und push. Boing. Okay, das ist lustig. Mit der Vase. Yay! Jip, jip. So. Und noch die zweite. Von den schweren. Dann kommen nur noch die 3D-Level. Und da habe ich schon geschafft. Schon, in Anführungszeichen. So, rein da. Enter the TV and find the bird. Weil Bird is the word. Okay, einfach nur einen Vogel fangen. Alles? Habe ich die riesen Champagnergläser an oder ist das Soul Glad? Man weiß es nicht so genau. Okay. Na dann. Rumpfen wir uns klein. Man darf nur nicht dran vorbeilaufen. Mein Auge hat gerade gejuckt. Ich bin im Laufen nur so vorbei. Mit juckendem Auge. Gut, schauen wir uns um. Das ist eine Rakete. Das ist schon mal interessant. Oh, weite Reise. Das ist eine Vase. Die muss, glaube ich, runterfallen. Na komm. Beweg dich. So, jetzt kommt er. Und. Die Vase ist kaputt gegangen. 10.000 Einzelteile zersprungen. So, halt, wo muss ich hin? Zack. Hier, da ist nichts. Das ist der Vogel. Zwei muss ich finden. Gut, Nummer 1, check. Wo müssen wir hin? Ich glaube, wir müssen da weiter. Anuvision. Oh, Ledermaus. Jetzt einen Moment noch weg. Warten wir, dass sie zurückfliegt. Gehen wir weiter. Aber zacki, Karotti. So, das ist eine Kette. Nächste Vase. Perfekt. Na super. Lie in wait. Aber. Eine Sekunde zu spät. Vielleicht noch nie mal eine ganze. Nein, ich bin zu langsam. Ich depp. Okay, warte. Jetzt schaffen wir es. Muss nur rechtzeitig werfen. Okay, wenn er sich umdreht und unter dem Durchgang ist, muss ich schon rechtzeitig pushen. Jetzt. Wunderschöner Treffer mitten auf die Glocke.
Auch wenn es kein Wecker ist, es geht auf die Glocke. Da kommt schon wieder ein Vogel aus dem Nasenloch raus. Man nennt sie auch die Nasenvögel. Yes. Sehr gut. Limited Rewards sind echt nicht schlecht. Schau, für jedes gibt es nochmal extra 30. Das ist wie ein Main Event, aber mit viel, viel weniger Zeit und mit viel weniger Gequassel. Auch, oh Gott. Auch wenn das Gequassel manchmal recht nett ist, aber... Da ist 2600 schon. Fast 700. Mhm. Gut, Dreamwalker dann. Schauen wir mal, wie kompliziert die Dungeons sind. Zwei gibt es diesmal. Na gut, stürzen wir uns ins Vergnügen. Tada! Oh oh. Wie das Ende der Welt. Zwischendurch immer ein kleiner Snack. So. Runde in eins. Zwei Charges. Nummer eins. Einen haben wir noch. Da ist noch ein zweiter Brunnen. Und ein Gegner. Und schon platt. Kampfmusik ist so cool in der Traumwelt. So, zwei Charges haben wir. Nummer 1. Hast du eine Brücke zu machen? Zack. So, jetzt haben wir die Wahl. Rechts oder links? Gehen wir erstmal rechts. Dann schauen wir mal. Das ist ein Brunnen. Okay. Zack. Oh. So. Gehen wir links nochmal rum. Okay, da ist ein Gegner. Oh ja. Gab's auf der anderen Seite noch einen Weg? Ich glaube, da war eine Sackgasse, oder? Ich gehe nochmal schnell nach dem Kampf. Ich glaube, da war eine Sackgasse. Platt. So, ich sicherheitshalber nochmal zurück. Hier geht's auf jeden Fall weiter. Warte, da kam ich her. Nein. Da ist eine Soulglut-Flasche, sonst ist nichts da. Long. Vielleicht gibt es irgendwann mal einen Erfolg, so Blätter so und so viele von den Talentpunkt-Dingsbums. So. Das heißt, wir müssen hier lang gehen, um weiterzukommen.
Das ist korrekt. Sehr gut. Und hier herum? Schatzkiste! Yay, das war's schon. Schätze. Schätze. Schätze für alle. Auch für dich. So, und Nummer 2. Search for the missing supplies. Okay. Oh oh. Und wieder rein ins Plakat. Oder Gemälde. Okay. Viel Wahl habe ich nicht. So ein Durst. Brunnen? So. Erstmal die Gegner wegmachen und schauen wir uns um. Zack. Aber so schwer. Ist auch das eine Rätsel, wo ich ein bisschen voll auf dem Schlauch stand? War es alles nicht so schwer. Den 3D-Rätseln kann man ja eh nicht viel falsch machen, gefühlt, oder? So, von da kommen wir und das ist der einzige Weg, wo es weitergeht. Sonst gibt es eh keinen. Na dann, komm her. Zack. Hoch mit uns um die Ecke. Okay, da können wir auf jeden Fall mal ruhig stellen und uns den Brunnen holen. So, jetzt haben wir wieder 2 Charges. Auf der anderen Seite ist noch 1. Aber da komme ich noch nicht hin. Okay. Ein Gegner. Geht's dahin? Ah, da ist so eine Brücke. Machen wir erstmal den Gegner weg und gehen dann in die mittlere, in den mittleren Pfeiler hoch, würde ich sagen. Hallöchen, DJ Untot. Willkommen, wie geht's? Wie steht's? Alles klar bei dir? Und Wassermarsch. Trinken ist wichtig. So ein Wurst. Danke, danke, auf jeden Fall. Ja, gehen wir erstmal, ja, so als erstes dann mit und dann den anderen Weg, wo der Gegner war. Ja, lange her. So lange noch nicht, oder? Schon ein bisschen länger, aber nicht zu lange. Das ist auch noch ein Gang. Der macht die Brücke. Okay, und zum Brunnen. Okay, warte, wartet, wartet, wartet. Es gibt 3 Wege auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir machen mal den als erstes. Dann kommen wir dann nämlich zum Brunnen hin. Das erspart uns eine ganze Menge. So. Gut, wir haben wieder 2 Charges. Wenn ich zurückgebe, habe ich den und dann noch eine weitere. Ich kam von hier, gell? Hoffentlich. So, der führt... Da kam ich her. Der führt... zu dem Gegner hin. Machen wir mal das. Und schauen wir weiter. Wups, um die Ecke. Da geht's noch. Oh Gott. 10.000 Ecken. Wow. Okay. Ich glaube, langsam fange ich an, den Überblick zu verlieren. Das ist schlecht.
Aber was soll man machen? Es gibt doch zwei Wege weiter. Oder? So, da können wir eh nicht hin, weil wir nicht genug Charges haben. Das ist schon mal das Rätsel. Dann müssen wir sowieso den anderen Weg gehen. So. Und zwar da lang. Da kann ich gerade nicht. Wir müssen immer zum Brunnen. Gut. Gucken wir uns den Brunnen derweil mal. Dann gehen wir mal den hinteren Weg. Denke ich. So, es ist voll egal, welchen wir nehmen in dem Fall. Wir führen beide zusammen. Gehen wir mal da lang. Okay. Da ist auf jeden Fall noch ein Brunnen. Das ist gut. Da kann man da um die Ecke. Das ist nicht gut. Ist noch einer. Jetzt wieder ganz am Anfang. Drei Charges habe ich jetzt, sehr gut. Und wo kam ich von da? Oh mein Gott. Ich und Orientierung. Okay, jetzt sind wir wieder auf der Fläche. Jetzt müssen wir wieder da drüben hin. Denke ich. Und zwar... Welcher Weg war das? Der? Nein, der da. Der. Da, wo der Gegner war und wo es dann nochmal um die Ecke ging. Aber ich habe wieder null Charges. Warte, ich muss wieder aufladen. Ah. No, was habe ich gemacht? Ich hätte hier einen machen müssen. Na, hä? Ich hätte zwischendurch aufladen müssen, gell? Oh mein Gott, meine Nerven. Halt. So. Gut. So. Ich hätte zwischendurch einfach aufladen müssen, glaube ich. So, den jetzt. Und jetzt den. Perfekt. Jetzt geht es sich da aus mit den Charges. Eins. Hilfe, Hilfe. Schatzkiste, ich... Oh Gott, ich bin da. Yay! Nach allem, was wir vorher gemacht haben, war das jetzt ein bisschen anstrengend. Hallöchen, Wendigo Physics. Willkommen. Danke fürs Follow. Ah. Ah. Aber wir haben alles geschafft jetzt, oder? Sehr gut. Self-Modeling Resin. Wie geht's jetzt noch? Ah, 20.778. Nicht schlecht. Den Charakter nehme ich mir. Yukong oder Guineifen. Ich schau mal, was die einzelnen Eidolons machen. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich von Gui mehr habe als von Yukong. So, Gui ist E4. E5 gibt einfach das, was gibt ein E6. Increases the stackable Fire Kiss Count by 1. Das ist nicht so schlecht. Yukong? Habe ich auf E3. Okay. Ah,
Ich glaube, ich werde es mir tatsächlich noch überlegen, bis es soweit ist. Wir haben auf jeden Fall ein paar Achievements bekommen. So, Hanu. Zack. Da, 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 da. Sehr gut, es gibt auch Punkte. Hanu machen. Die Materialien. So. Perfekto. Und irgendein neues Rezept. Hoppala, habe ich bekommen. Habe ich mir gekauft. 100 Layer Sunday. Sunday! Wann werden wir ihn wiedersehen? Nicht so früh, würde ich sagen. Cool. Ich würde sagen, Dr. Edward, check. Mit Hanus Adventure. Saugehilfe, schnell weglaufen. So, ich werde eine ganz, ganz kurze Pause machen und danach werden wir noch ein bisschen, ich weiß nicht, ob es irgendeine ganz, ganz kurze Mission gibt. Oder ein bisschen erkunden noch. Ich werde es mir überlegen. Aber eine ganz, ganz kurze Pause werde ich einlegen und dann machen wir weiter. Nicht weglaufen. Holt euch etwas Frisches zu trinken. Einen kleinen Snack. Vertretet euch einmal die Beine und dann sehen wir uns in 2-3 Minuten gleich wieder hier. Wenn es wieder heißt Star Rail, Star Rail. Dam, dam, dam. Nein, keine Ahnung. Bis gleich. キュートの再会か。